Hallo Edmund. Hallo. Warum ist das Handwerk heute noch so wichtig? Ja, weil sehr wenig Leute als Azubi sind auch da und sehr wenig Handwerker, was das richtig machen können. Okay. Was ist denn das Beste an deinem Beruf? Also eigentlich alles, was mit Fliesen zu tun hat. Hast du auch irgendwas, wo du sagst, boah, das geht gar nicht? Das ist jetzt mit der Frage, muss ich so sagen. Ich weiß. Eigentlich passt alles. Stimmt es eigentlich, dass Fliesenlegen richtiger Maluche ist? Mal so, mal so. Wasser oder Pilz? Wasser. Wie viele Punkte hast du eigentlich in Flensburg? Bis jetzt gar keine. Verdienst du mehr als die Menschen in deinem Umfeld? Das weiß ich nicht, was die verdienen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie lange musst du pro Tag arbeiten? Unterschiedlich. Das ist mit Fahrten so sind 10 Stunden unterschiedlich. Puh, kommen denn da viele Überstunden zusammen oder geht's? Wenn wir ziemlich weit losfahren, dann ja. Mhm. Was haben eigentlich Fliesenkreuzchen mit Kreuzschmerzen zu tun? Das weiß ich jetzt nicht, was soll ich sagen dazu. Radio oder Spotify? Radio. Serien oder Filme? Filme. Kennst du eine Frau, die als Fliesenlegerin arbeitet? Bis jetzt keine. Dachte ich mir schon fast. Trägst du spezielle Arbeitskleidung, wenn du auf der Baustelle bist? Ja. Was genau? Also Latzhosen. Also ich arbeite mit Latzhosen, Arbeitsschuhe und das andere, was dazu nötig ist. Wie lange arbeitest du jetzt schon als Fliesenleger? Oh, ich habe mit 17 angefangen, die Lehre. Und jetzt mache ich das schon, also bei 46. Ganz grob. 25. Ja, 25 Jahre. Danke dir. Danke.